Die Schuld an dem Ganzen haben deine Eltern. Wie bitte? Trinkst du oft Energy Drinks vor, während und nach dem Training? Eingeliefert wurde ihr Sohn mit einer banalen Dehydration. Deswegen brach er während des Spiels zusammen. Die Notaufnahme hatte Flüssigkeit gegeben. Das half aber nicht gegen die Schmerzen. Das hat was mit den Energy Drinks zu tun. Die haben seine Nieren stark belastet. Deswegen brauchte er länger, um den Wasserverlust auszugleichen. Und warum geht's ihm nicht besser? Ihre Dummheit hat es verbockt. Als er herkam, war ihr Sohn gesund. Es war ihre Überfürsorglichkeit, die ihn fast getötet hätte. Was?